Ja, moin moin zum Test des Honor 6X hier bei tariftipp.de aus Hamburg. Ja, Honor hat ja vor ziemlich genau einem Jahr das 5X vorgestellt, ein 5,5 Zoll Display Smartphone, was damals aufgrund des sehr niedrigen Preises für einigermaßen großes Aufsehen gesorgt hat. Nun also das Honor 6X, also der Nachfolger, hat immer noch ein 5,5 Zoll Full HD Display und ist immer noch super günstig dafür, was es bietet. Ihr könnt jetzt schon sehen, hier ein Metall-Unibody-Gehäuse und auch sonst jede Menge tolle Dinge an Bord dieses Smartphones. Also wirklich 250 Euro ist wirklich ein Kampfpreis. Wir wollen euch in diesem Video zeigen, was dieses Smartphone so drauf hat und wünschen euch dabei viel Spaß. Los geht's mit unserem Test. Wir starten mit der Wertigkeit und der Verarbeitung des Honor 6X. Wie ihr hier schon sehen könnt, auf unserem Drehtisch ist dieses Smartphone ganz hervorragend verarbeitet, macht einen super guten Eindruck. Es ist relativ kompakt, trotz seines 5,5 Zoll Displays mit einer Höhe von 151 mm und einer Bautiefe von 8,2 mm. Es wiegt 162 Gramm und wie gesagt, von der Anmutung, von der Verarbeitung her absolut top. Ja, als Display verbaut Honor beim 6X ein IPS-Panel. Das ist ein Full-HD-Display, also die Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel. Und hatte ich glaube ich schon gesagt, 5,5 Zoll bietet dieses Display in der Auflösung, ist also schön groß. Die 2,5D-Glaskantentechnik wurde hier verbaut, wie ihr schön sehen könnt. Das heißt, das Display wölbt sich so Richtung Gehäuserand sehr, sehr schön und liegt dadurch auch ziemlich gut in der Hand, muss ich sagen. Und ja, was ist noch zum Display zu sagen? Wir haben hier eine Pixeldichte von 401 ppi und auch die Helligkeit geht in Ordnung mit 450 Candela. Das ist eigentlich ganz, ganz okay, eine ganz okay Helligkeit, gerade für ein Mittelklasse-Smartphone. Und ich muss wirklich sagen, aber es ist schon erstaunlich, was Honor bzw. Huawei mittlerweile für diesen Preis hier so auf die Beine stellt. Also das Display wirklich auch eins der Highlights bei diesem schönen Smartphone. Ja, jetzt sind wir beim Thema Bedienung. Die Bedienelemente sind die üblichen. Ihr habt eine Lautstärke-Wippe, den An- und Ausschalter, unten den USB Type-B-Anschluss. Dann haben wir hier noch die Lautsprecher und den SIM-Schacht. Da komme ich später nochmal näher drauf zu sprechen. Oben haben wir den Anschluss, 3,5 mm Klinkenstecker für den Kopfhörer. Und auf der Rückseite befindet sich der von Huawei bekannte Fingerabdrucksensor. Den habe ich auch schon mal eingerichtet und wie ihr seht, der ist wirklich rattenschnell. Und wie bei Huawei üblich, beziehungsweise bei Honor, ist es ein Eintippsystem. Man muss also den Finger nur drauflegen und schon ist das Handy entsperrt. Ja, was ist noch zu sagen zur Bedienung? Wir haben hier keine physikalischen Tasten, sondern nur die üblichen Softkeys, die Android-Softkeys. Und das Smartphone wird noch geliefert mit der Emotion UI 4.1 von Honor und der Android-Version 6.0. Das sind beides nicht die aktuellsten Systeme. Android, wisst ihr wahrscheinlich, gibt es in der Version 7.0 und auch die Emotion UI gibt es mittlerweile in der Version 5.0 von Honor. Hier seht ihr noch so ein paar Goodies der Emotion UI. Ich habe gehört gestern bei der Präsentation, dass es allerdings noch im ersten Quartal, wahrscheinlich Ende März, ein Update geben wird auf die Emotion UI 5.0 und dann logischerweise auch Android Nougat, also die Version 7.0. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit dieser Oberfläche von Huawei und Honor schon immer gut zurechtgekommen bin. Insofern finde ich auch die hier vorinstallierten Software-Versionen sind völlig in Ordnung. Ja, damit kommen wir dann zum Thema Performance. Wir haben hier eine Octa-Core-CPU, die hauseigene von Huawei, ein HiSilicon Kirin 655 an Bord. Wie gesagt, ein 8-Kern-Prozessor, der mit 2,1 GHz getaktet wird. Hier seht ihr den AnTuTu-Benchmark-Wert, 56.427 Punkte. Das ist für ein Mittelklasse-Smartphone schon recht ordentlich, muss ich sagen. Wir haben hier 3 GB RAM an Bord. Und während unseres Tests hatten wir auch nie Probleme, irgendwelche Ruckler oder sowas. Auch Spiele konnten wir problemlos mit dem Honor 6X spielen. Und das war alles doch
für ein Mittelklasse-Smartphone für 250 Euro recht erstaunlich, was da rauskam. Ja, LTE haben wir natürlich auch an Bord und zwar erfreulicherweise auch nicht mit nur 150 Megabit pro Sekunde im Download könnt ihr surfen, sondern gleich mit 300 Megabit pro Sekunde, also rattenschnell. Hier bei unserem Test hat es leider nicht so gut geklappt, lag aber eher an unserer Karte. Ja, auch bei der sonstigen Ausstattung hat Honor ganz schön geklotzt hier beim 6X. Wir haben hier einen Akku verbaut, fest verbaut logischerweise, mit einer Kapazität von 3340 mAh. Das ist doch sehr, sehr viel eigentlich für ein Mittelklasse-Smartphone. Und wir haben damit dann auch entsprechend gute Laufzeiten hingekriegt, 520 Minuten. Und ja, Speichererweiterungsmöglichkeiten gibt es auch, wie ihr hier seht. Ich nehme mal den SIM-Schlitten raus. Da steckt im Moment eine Nano-SIM und eine Micro-SD drin. Ihr könnt, wenn ihr wollt, aber die Micro-SD auch austauschen gegen eine zweite SIM-Karte und daraus aus dem Honor 6X dann ein Dual-SIM-Smartphone machen. Der interne Speicher beträgt vorab schon mal auch sehr, sehr gute 32 GB und Micro-SDs könnt ihr mit bis zu 128 GB einlegen, also auch speichermäßig alles okay. Zum absoluten Highlight beim Honor 6X, das ist ohne Frage die Kamera, eine Dual-Cam, die zwei Linsen bietet. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 12,2 Megapixeln und die zweite Linse von 2. Was das auf sich hat, werde ich gleich nochmal in Ruhe erklären. Hier auf der Front sei noch kurz angemerkt, haben wir natürlich auch eine Selfie-Cam mit einer auch recht hohen Auflösung von 8 Megapixeln. Ja, was hat es auf sich mit dieser Dual-Kamera? Da gibt es ja mittlerweile einige Versionen auf dem Markt. Anders als zum Beispiel bei Apple gibt es ja nicht unterschiedliche Brennweiten, sondern diese Dual-Cam sorgt dafür, dass ihr eine sehr schöne Tiefenschärferegelung habt bei diesem Smartphone. Hier nochmal kurz die Foto-App, die wollte ich euch auch noch zeigen, mit diversen Modi. Kennt ihr mittlerweile alles, Zeitlupe, Zeitraffer. Ein Profi-Modus gibt es. Und auf der anderen Seite, also wenn ihr nach links wischt, gibt es dann noch weitere Einstellungen, die man hier vornehmen kann. Das ist Teil der Emotion UI 4.1 und finde ich wirklich sehr geglückt. Ich komme damit super gut zurecht. Und jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, was es mit diesem Schärfemodus auf sich hat. Da oben gibt es so ein Symbol, das könnt ihr jetzt schon sehen. Jetzt werde ich einfach mal ein Objekt hier vor den Monitor stellen und fotografieren. Und jetzt werdet ihr sehen, wenn ich dieses Bild aufrufe, dann kann ich hier nachträglich den Fokus verändern. Jetzt habe ich mal den Monitor scharf gestellt und jetzt wieder diese Klammer. Das ist doch wirklich eine einmalige Angelegenheit und damit kriegt man so sehr schöne, ihr erkennt das wahrscheinlich unter dem Namen Miniaturmodus, solche Aufnahmen hin. Das hat mir super gut gefallen. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich auch ein Profi-Modus. Achso, was ich noch sagen wollte, genau, wenn ihr diese Tiefenschärfe-Option anmacht, dann könnt ihr allerdings leider nur mit 8 Megapixeln Fotos machen. Wenn ihr den ausschaltet, dann gibt es auch im Automatikmodus hier die maximale Auflösung von 12 Megapixeln. Genau. Ja, neben dem Automatikmodus, den wir bei unseren Testaufnahmen überwiegend benutzt haben, gibt es natürlich auch einen Profi-Modus. Das ist eigentlich das Übliche, da könnt ihr halt alles Mögliche einstellen, ISO-Werte, Verschlusszeit, Blende, Fokusmodus und so weiter. Alles, was man so braucht. Und da haben wir auch sehr, sehr schöne Ergebnisse mit erzielen können. Videomodus gibt es natürlich auch. Und also wie gesagt, ich bin insgesamt mit der Kamera mehr als zufrieden. Das hat mich wirklich überrascht, was dieses Smartphone so kann. Ja, hier ein paar Testaufnahmen. Heute war es leider ein bisschen wolkig hier in Hamburg. Hier eine Außenaufnahme, die wir im Automatikmodus geschossen haben. Dann folgt jetzt noch eine Innenraumaufnahme. Auch die finde ich sehr gelungen. Schön scharf alles. Und auch die Ausleuchtung ist in Ordnung. Das sind gar nicht so einfache Lichtverhältnisse. Deshalb machen wir ja diese merkwürdigen Testfotos. Hier eine Blitzlichtaufnahme. Auch super scharf und schön ausgeleuchtet. Die Farben kommen natürlich rüber. Also ich muss schon sagen, was Honor bzw. Huawei da auf die Beine stellt, auch hier diese Selfie-Aufnahme für 250 Euro, das ist schon irre. Und da muss man sich wirklich fragen, wer eigentlich mehr braucht als dieses Smartphone. Ja, ein Video haben wir natürlich auch noch gedreht hier. Maximal könnt ihr Videos mit dem Honor 6X in Full HD drehen mit 30 Bildern pro Sekunde. Einen optischen Bildstabilisator gibt es leider nicht, nur einen elektrischen. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden auch mit dem Ergebnis dieses Videos hier und diese Testaufnahmen. Davon haben wir jede Menge gemacht. Die könnt ihr euch in aller Ruhe auf unserer Webseite tariftipp.de anschauen oder auch downloaden. Da sind auch Beispiele von diesem tiefen Schärfenmodus dabei. Guckt euch das mal an. Das lohnt sich wirklich. Also wirklich tolle Kameras.
Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Fazit zum Honor 6X. Ihr seht schon auf der Pro-Seite jede Menge Punkte und nur ein Kontrapunkt. Damit fange ich mal an. Denn der Akku, der eigentlich gute Akku, großer Akku, hat zwar zu langen Laufzeiten geführt, aber leider keine Schnellladefunktion. Das ist wirklich schade. Auf der anderen Seite, vergessen wir nicht, wir reden hier von einem Mittelklasse-Smartphone und da ist das eigentlich auch nicht üblich. Ja, auf der Pro-Seite aber jede Menge Dinge, die mir gut gefallen haben. Vor allem natürlich das schön große 5,5 Zoll Full-HD-Display, schön scharf, ausreichend hell. Dann der rattenschnelle Fingerabdrucksensor und wie eben gesehen die wirklich tolle Kamera. Da kommt Honor mit dem 6X jetzt schon ziemlich nah ran an High-End-Smartphones und das finde ich doch schon sehr beeindruckend. Ja, der Akku, wie gesagt, bietet eine lange Laufzeit, das ist ja auch nicht gerade unwichtig und außerdem, daran gewöhnen wir uns hier so langsam in der Redaktion. Man muss es aber nochmal hervorheben, bei einem Mittelklasse-Smartphone, wir haben hier wirklich ein super gut verarbeitetes Metall-Unibody-Gehäuse und das haben die Wettbewerber, die wir hier mal aufgezählt haben, nicht. Zum Beispiel das Lenovo Moto G4 Plus ist von den inneren Werten her eigentlich vergleichbar, hat auch eine gute Kamera, aber kommt eben in einem Plastikgehäuse daher. Und ebenso das Acer Liquid CES Plus, beides wirklich gute Smartphones, muss man sagen. Aber ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, ganz klar hier für das Honor 6X entscheiden. Ja, das 6X kostet nach wie vor auch online noch 249 Euro. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es viel billiger wird. Dafür ist es einfach viel zu gut. Und es kommt bei uns im Gesamturteil auf sehr gute 90,5 Prozentpunkte und in Sachen Preis-Leistung auf bombige 80,8 Prozentpunkte. Ja, das war's von unserer Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und ein paar zusätzliche Sachen gelernt zu diesem Smartphone. Wenn dem so ist, freuen wir uns wie immer über einen Daumen hoch und grüßen euch aus Hamburg und sagen Tschüss, bis bald.